Gesetzestreue. Gesetzestreue ist die Einstellung, dass man Gesetze befolgen will. Gesetzestreue bedeutet, dass man treu gegenüber Gesetzen ist. Treu bedeutet zuverlässig, anhänglich, unveränderlich, fest. Gesetzestreue heißt, man hält sich an die Gesetze, was auch immer passiert. Auf eine gewisse Weise braucht es eine gewisse Gesetzestreue, denn nur dann, wenn Gesetze eingehalten werden, dann gibt es kein Chaos. In Zeiten, in denen wenig Menschen zusammen gewohnt haben, braucht es keine formulierten Gesetze zu geben. Die Regeln in einem Stamm waren klar, man hat sich irgendwo daran gewöhnt. Aber wenn mehr Menschen zusammenwohnen, damit es kein Faustrecht gibt, damit es nicht das Recht des Stärkeren gibt, keine Willkür gibt, braucht es Gesetze. Diese Gesetze müssen befolgt werden und das ist dann Gesetzestreue. Allerdings muss man immer überlegen, sind die Gesetze auch in Übereinstimmung mit höheren ethischen Prinzipien? Zum Beispiel unter dem Nationalsozialismus gab es Gesetze, die waren hochgradig unethisch. Da sollte man nicht gesetzestreu sein. Im Normalfall sollte man aber in einem Rechtsstaat sich an die Gesetze halten. Und wenn man die Gesetze für nicht richtig findet, ist es besser, daran zu arbeiten, die Gesetze zu ändern, als individuell sich zu entscheiden, Gesetze nicht zu beachten.